So, hallo zusammen. Hier ist wieder euer Spartakus und wir spielen heute eine Runde Arche Nova Solo. Das Spiel ist von Matthias Wigge, sein Erstlingswerk, 2021 erschienen im Feuerland Verlag. Das war auf der Messe Spiel Essen 2021 sehr begehrt. Ich habe es dann unterm Weihnachtsbaum gefunden und jetzt einige Male bereits gespielt, sowohl solo als auch zu zweit als auch zu viert. Hat uns immer sehr viel Spaß gemacht. Ich zeige es euch heute in der Solo-Ausgabe. Cover legen wir weg. Ich habe noch nicht alles aufgebaut, das machen wir gemeinsam. Wollte ich euch auch ein bisschen das Material zeigen. Hier die Anleitung, noch ein Glossar und eine Symbolübersicht. Alles da, man findet im Prinzip alles, man muss nur wissen, wo man sucht. Nicht jede Frage lässt sich immer in der Regel finden, manches auch nur im Glossar, manches nur auf der Symbolübersicht. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sich da zurechtzufinden, aber es ist alles dabei, also von daher keine großen Probleme. Was haben wir noch? Zentrales Element ist dieser Spielplan hier in der Mitte. Der ist doppelseitig. Hier liegen die Karten jetzt alle ausgerichtet, so dass ihr sie nachher lesen könnt, wenn sie liegen. Auf der Rückseite, je nach Runde, je nach Sitzposition der beteiligten Spieler, sind die Karten jetzt hier längs gelegt. Auch das ist in der Viererrunde ist das zum Beispiel die einfachere Position. Wenn jetzt nämlich zu viert die Leute da sitzen und alle müssen über Kopf oder zwei müssen immer über Kopf le lesen, das ist dann auch blöd. Von daher dreht man den dann einfach auf die andere Seite. Das ist ziemlich gut gelöst, finde ich eine sehr clevere Idee. Ihr seht hier eine Punkteleiste, eine Marktauslage, einen Zählstein oder eine Laufleiste für einen sogenannten Pausemarker, der so die Zwischenwertungen angibt. Und hier sind ein paar Bonusziele, die dann noch verteilt werden müssen. Dann haben wir hier zwei sehr gut organisierte Setzkästen, in denen das Material, die ganzen Kleinteile gelagert werden. Finde ich eine sehr, sehr gute Lösung. Kann man einsortieren, wie man will. Das ist jetzt hier bei uns so die Sortierung, an die wir uns gewöhnt haben. Daraus brauchen wir noch ein bisschen was. Wir brauchen nämlich jetzt die Bonuswertungen, Bonusplättchen, die wir hier oben auf den Spielplan noch legen müssen. Und da mische ich das. Das sind 9 Stück, glaube ich, vorhanden und jedes Mal fliegt mir hier eins weg, warum auch immer. Mischen wir schon wieder. Macht nichts. Sind verschiedene Bonusplättchen, die ja dann auch den Wiederspielreiz etwas erhöhen, wenn man jedes Mal mit anderen Konstellationen beginnt. Und dann haben wir hier interessante Bonusideen. Ihr seht hier diverse Gehege, die nachher in die Zoopläne kommen. Ihr seht hier noch einen mal 2-Marker, der für doppelte Aktionsstärke spricht. Hier haben wir, was brauchen wir? Geld brauchen wir, da kriege ich 25 am Anfang. Das ist ziemlich einfach. Das sind doppelseitige Pappmarker. Viel einfacher im Design wäre es kaum gegangen. Das ist wahrscheinlich etwas für die Zubehörindustrie. Hier ist der Zwischenzählstein und eigentlich eine Kaffeetasse. Im Solospiel braucht man die eigentlich nicht. Ich werde es aber trotzdem hier mal auflegen, damit wir uns die Schritte in der Zwischenwertung auch immer abhandeln können und dann auch sauber markieren können, was wir wo tun. Dann gibt es hier noch einige Sondergehege und vor allen Dingen aber auch Partnerzoos aus diversen Kontinenten und verschiedene Partneruniversitäten, mit denen wir uns befassen können. Da sortiere ich mal welche raus. Die gehören hier auf dieses Tableau zu meiner Linken. Im Solospiel braucht man sich diese Arbeit hier nicht zu machen, denn mir kann jetzt kein anderer diese diversen Partnerzoos oder Universitäten wegnehmen. Ist im Mehrspielerspiel durchaus relevant, aber im Solospiel kann man sich diese Arbeit, dieses Verbandstableaus, zumindest das Sortieren der Kleinteile, schenken. Das brauchen wir nicht. Das Geld sollte nicht allzu weit weg und genauso wenig die Gehege. Wir werden das brauchen. Wechselgeld vor allen Dingen. Ich muss aber bei dem Verbandstableau sowohl oben als auch unten noch Platz lassen. Kommen wir gleich zu. Dann habe ich hier rechts noch ein Solo-Tableau liegen. Das sind Aktionsmarker. Ich habe jetzt am Anfang 7 Aktionen. Markiert sind sie bis zur 6, aber darunter ist noch eine siebte. Jedes Mal, wenn ich eine Aktion durchgeführt habe, schiebe ich ein Steinchen auf die andere Seite. Wenn ich 7 Aktionen durchgeführt habe, kommt es zu einer Zwischenwertung, zu der sogenannten Pausenwertung. Die handeln wir dann ganz normal ab, wie es hier oben auch steht. Zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. Dann kommt ein Stein weg und ich habe in der nächsten Runde nur noch 6 Aktionen, dann 5, dann 4, dann 3, dann 2 und dann ist Ende.
In der Summe sind das 27 Aktionen als Solospiel. Man kann das also sehr gut planen. Wir spielen auch nicht gegen einen Automa-Gegner, der uns irgendwie Konkurrenz macht um irgendetwas, sondern wir spielen um eigene Bestleistungen, was die Punktezahlen angeht. Und das zentrale Element in dem Spiel, auf das kommen wir jetzt zu sprechen, ist der eigene Zooplan. Den gibt es in 9 verschiedenen Ausprägungen. Das hier, ihr seht es hier auf dieser Stelle markiert, ist der Plan A. Den gibt es 4-mal und der wird empfohlen für Anfänger. Bei dem beginnen wir auch. Dann gibt es nach 4 Plan A's, gibt es den Plan 0. Der hat ein etwas anderes Layout, was die Felsen und Wasserfelder und auch die Bonusfelder im Zoogehege, im Zoobereich angeht. Er hat aber auch ein etwas anderes Layout, was die Punkte nicht an dieser Stelle angeht, da sind sie noch gleich, aber was die Verteilung von Sonderaktionen hier angeht. Da kann man diverse Differenzen finden. Und von diesem Plan 0 gibt es auch 4 Stück. Auch der wird empfohlen dann als zweiter Plan, nach dem Motto, wenn man Plan A 1, 2, vielleicht auch 3-mal gespielt hat, soll man auf Plan 0 umsteigen. Der ist ein bisschen schwieriger zu spielen. Und wenn man sich auch mit dem ganz gut auskennt, dann geht es auf die Rückseite dieser 8 Pläne. Und da sind 8 individuelle Pläne von Plan 1 bis Plan 8 mit sehr unterschiedlichen Gegebenheiten im Zoobereich, aber als auch in den Bonuswertungen mit den Punkten und so weiter. Das heißt, hier lassen sich nochmal sehr viele verschiedene Spiele spielen, sehr viel Varianz ins Spiel bringen mit sehr vielen unterschiedlichen Eigenschaften. Und auch die habe ich schon zu einem Teil eingesetzt. Das macht schon ziemlich Laune, damit zu spielen. Wir geben aber heute mit dem Plan A die erste Partie und den gucken wir uns nochmal etwas genauer gleich an. Ich würde meine Karten, die wir gleich haben, auch normalerweise in so einen Kartenhalter stecken in der Mehrspielerpartie, in der Solospielerpartie, stört der nur, weil ihr ja die Karten auch sehen sollt, mit denen ich spiele. Nichtsdestotrotz ein bisschen was von meinem Halter, von meinem Set brauchen wir. Wir brauchen nämlich diese Schale für die Würfel. Von denen brauchen wir 7 Stück hier am Rand. Wozu die gut sind, kommen wir gleich noch. Einer noch. Auch die anderen werden wir später wahrscheinlich noch brauchen. Die kommen hier zur Seite. Hier links ist also die Bonusleiste für Boni, die ich mir verdienen kann, wenn ich Artenschutzprojekte unterstütze. Was das ist, kommen wir später dazu. Hier in der Mitte ist das eigentliche Zoogehege, auf dem ich oder der Zoobereich, auf dem ich Gehege bauen kann. Wenn ich Dinge überbaue, dann bekomme ich diverse Bonus, diverse Boni mit Geld, mit diversen Markern und Eigenschaften. Was ich noch brauche bei diesem Plan A, ist ein kostenloser Kiosk, mit dem ich starte. Das ist hier markiert. Der gewährt mir in einer Zwischenwertung, in einer sogenannten Pause, auch ein zusätzliches Einkommen und ein kostenloses Standard-Dreier-Gehege. Das kommt hier auf diese Position. Mit dem beginnen im Plan A alle Spieler, die diesen Plan haben. Und von hier aus, und man muss immer angrenzend bauen, breiten sich die Gehege aus. Diesen Plan hätte ich mir eigentlich gerne Dual Layer gewünscht, zumindest was einmal die Gesamtumrandung des Zoogeheges angeht. So rutschen die Dinger ein bisschen. Auch hier wäre es möglich gewesen, Dual Layer zu spielen, genauso hier. Gibt es leider nicht. Das ist etwas schade, sagen wir es mal so. Dann habe ich, fangen wir mal ganz rechts an, Verbandsmitarbeiter, von denen 3 noch nicht aktiv sind. Der 4. kommt in meinen Notizblockbereich, der ist aktiv, genauso kommt da auch mein Geld hin. Und hier habe ich Platz für Partneruniversitäten, die liegen hier. Und für Partnerzoos aus diversen Kontinenten, die liegen hier. Die hole ich mir jeweils über die Verbandsarbeit. So, das ist mein Zooplan. Hier unten seht ihr die Zahlen 1 bis 5. An denen lege ich jetzt an meine Aktionskarten. Ich habe insgesamt im Spiel nur 5 verschiedene Aktionen, die aber jedes Mal auch in 2 verschiedenen Stärkevarianten existieren. Und das heißt, ich kann im Laufe des Spiels an diversen Stellen Karten upgraden von Stufe 1 auf Stufe 2 und habe dann etwas verbesserte Aktionen für diese Variante jeweils zur Verfügung. Die einzelnen Aktionen sind einmal die Aktion Tiere, wo ich Tiere in ein Gehege platzieren kann. Die muss zu Beginn des Spiels auf 1 liegen. Dann habe ich die Sponsorenaktion. Üblicherweise gibt es in den Zookarten auch Sponsorenkarten, die man dann damit ausspielen kann.
Wenn man das nicht kann, aber die Karte trotzdem spielt, bewegt man den Pausemarker im Mehrspielerspiel jedenfalls und bekommt entsprechend viel Geld. Dann habe ich die Verbandsaktion, wo ich einen Verbandsarbeiter auf das Tableau schicken kann und dort gewisse Dinge machen kann. Ihr seht hier immer die sogenannte Stärke X und das X bezieht sich auf die Zahl, die hier oben über dieser Karte liegt. Dann haben wir die Kartenaktion, mit der ich mir Zoo-Karten beschaffen kann, nachholen kann und die Bauenaktion, mit der ich Gehege hier in meinem Zoo-Bereich weiter ausbauen kann. Wie gesagt, jede dieser Aktionen lässt sich auf Stufe 2 upgraden. Insgesamt ist es aber so, dass im ganzen Spiel nur 4-mal die Möglichkeit besteht, eine Karte abzugraden. Ich habe aber 5 Aktionskarten. Ich muss mich also in jedem Spiel auch entscheiden, welche Karte ich wann upgrade, in welcher Reihenfolge. Denn ich kann nicht alle upgraden. Und manchmal spielt die Reihenfolge auch eine Rolle, je nachdem, welche Karten man so auf der Hand hat und welche Voraussetzungen die benötigen. So, dann habe ich hier mein Solo-Tableau, meine Aktionen. Und ihr seht hier die Anordnung 1 bis 5. Die ist jetzt für die nächsten 4 Aktionskarten zufällig gewählt. Jedes Mal, wenn ich eine Aktion durchführe, markiere ich das, indem ich die Karte rausziehe. Und wenn ich die Aktion durchgeführt habe, kommt die Karte auf die 1 und alle anderen vorherliegenden Karten rutschen auf. Und damit verschiebt sich die Stärke der jeweiligen Aktion. Das ist das mechanisch Besondere an diesem Spiel Arche Nova, dass meine 5 Aktionen unterschiedliche Stärken zu unterschiedlichen Zeiten haben. So, das ist das. Dann habe ich Artenschutzprojekte. Das sind einmal hier diese Basis-Artenschutzprojektkarten. Von denen kommen 3 Stück hier an das Verbandstableau dran. Die kann jeder beteiligte Spieler zu jedem beliebigen Zeitpunkt unterstützen. Und das sind zufällig gewählte aus einem guten Dutzend verschiedene. Hier geht es einmal um Reptilien, die man braucht, mit entsprechenden oder eine entsprechende Anzahl von Reptiliensymbolen in meinem Zoo. Für die gibt es unterschiedliche Punkte. Hier benötigt es Asien-Symbole in meinem Zoo, auch hierfür gibt es unterschiedliche Punkte und Afrika-Symbole in meinem Zoo. Kann ich machen, darauf kann ich hinarbeiten, wenn ich geeignete Zoo-Karten habe, kann ich mir hier entsprechend viele Punkte holen. Ich bekomme aber auch noch unter den Zoo-Karten, die letztlich im Spiel die wesentliche Rolle spielen, sind auch Artenschutzkarten, die kann ich dann ausspielen hier oben, um dann damit Punkte zu holen, wenn das funktioniert. Werden wir später sehen. Ich bekomme aber auch als Zielvorgabe noch 2 individuelle eigene zufällige Endwertungskarten. Das ist einmal jetzt ein Sponsorenzoo. Für jede Sponsorenkarte in meinem Zoo bekomme ich Artenschutzpunkte. Bei 3, 6, 8 oder 10 bekomme ich 1, 2, 3 oder 4 Artenschutzpunkte. Ziemlich schwierig zu erreichen. Nicht unmöglich, aber schwierig. Oder was ich auch als Endwertungsziel bekomme, ist der Kletterpark. Der benötigt so diese Felsensymbole in meinem Zoo. Und je nachdem, wie viele das sind, bekomme ich entsprechend viele Punkte. 7 Felsensymbole in meinem Zoo, darauf kann man versuchen, mal hinzuarbeiten. Die Ziele lege ich erstmal offen aus. Dann habe ich 3 Punktemarker. Die habe ich noch nicht, mit denen bin ich noch nicht losgelegt hier. Wir haben 3 verschiedene Punktewertungsleisten. Das eine ist diese, ja, die sehen aus wie Tickets, wie Eintrittstickets. Die Attraktionsleiste, da beginne ich mit 20 Punkten im Solospiel. Dann habe ich hier die grüne Leiste, die läuft innen an der Attraktionsleiste entlang. Bei der beginne ich auf 0 und die läuft in die Gegenrichtung. Und dann, wenn sich die beiden Marker überkreuzen, wo auch immer das auf dem Plan passiert, dann komme ich in den positiven Punktebereich. Und dann habe ich noch einen dritten Punktewertungsleiste, nämlich den wissenschaftlichen Ruf meines Zoos. Der läuft hier entlang bis zur 15 und darüber hinaus. Und auf dem mache ich auch Fortschritte und der bringt mir gewisse Eigenschaften und auch diverse Boni unterwegs, wenn ich da langkomme. Und dann habe ich über 200 Karten hier mit der bunten Rückseite. Die Zoo-Karten nennen die sich. Da drin sind versteckt sowohl Tiere, mit sehr viele Tiere sogar, ich glaube, das ist die Mehrheit, über 100 Tiere, mit Eigenschaften diverser Art, die mir gewisse Attraktionen geben, vielleicht auch mal Ruf- oder Artenschutzpunkte. Und das ist das, wenn ich sie in meinem Zoo habe, worauf es dann ankommt.
Aber sie geben mir auch gewisse Nebeneigenschaften, wo ich dann zum Beispiel mit anderen Spielern interagieren kann oder wo ich noch zusätzliche Boni bekomme, wenn ich sie ausspiele. Das zeige ich euch immer dann, wenn ich da durchkomme. Dann sind in diesen Zookarten auch Sponsorenkarten, die mir gewisse Nebeneinkommen verschaffen können oder Vergünstigungen. Das sind Dinge, die durchaus relevant sein können. Und ihr seht ja auch hier mit dem Sponsorenzoo-Ziel, kann ich versuchen, auch da mal etwas mehr auszulegen. Da müssen die Karten aber günstig kommen. Und hier drin sind auch Artenschutzkarten versteckt. Ups, so, habe ich den verschoben. So, das ist die Marktauslage, auf die jeder Spieler Zugriff hat, unter gewissen Bedingungen. Ihr seht hier der wissenschaftliche Ruf 1 zum Beispiel, habe ich jetzt auf diese Karte unter gewissen Bedingungen wiederum auch eventuell Zugriff. Hier links ist eine Kartenablage, die ist offen. Und um das Spiel zu beginnen, starte ich mit 8 Karten. 4, 5, 6, 7, 8. Von denen ich 4 ablegen muss. Das ist so ein bisschen Drafting am Anfang. Wir schauen so ein bisschen rein. Ich habe eine Sponsorenkarte zum Beispiel, das seht ihr hier. Schulführungen werden da in meinem Zoo angeboten. Da bekomme ich einen Artenschutzpunkt und einen Attraktionspunkt. Und ich bekomme am Ende in der Wertung für 5 verschiedene Tierklassensymbole einen Artenschutzpunkt. Das ist eine durchaus interessante Sponsorenkarte. Da habe ich noch eine Artenschutzkarte, in diesem Fall ist es die Forschungskarte. Hier bekomme ich für Forschungssymbole in meinem Zoo Artenschutzpunkte. Auch das kann spannend sein, behalten wir uns mal im Auge. Dann habe ich hier den Rest, das sind Tierkarten. Davon seht ihr hier zum Beispiel 2 sogenannte Kleintier- oder Streicheltiere. Die haben dieses Ziegensymbol oben rechts in der Ecke. Die kommen auch nur in das Kleintiergehege. Das möchte ich üblicherweise nicht bauen. Wir müssen aber uns entscheiden, ob wir das behalten oder nicht. Und dann habe ich weitere Tiere in Gehegegrößen 1, 2 und 1 und 3. Das sind relativ günstige Tiere, so wie es aussieht. Das sind die Kosten fürs Ausspielen. Für den Anfang gar nicht so schlecht, denke ich. Hier haben wir Reptilien, die können wir behalten, weil ja Reptilien auch hier eines der möglichen Ziele sind. Genauso wie Afrika, da haben wir hier ein Afrika-Symbol. Das Reptil ist auch aus Asien. Asien-Symbol passt auch. Hier ist noch ein Reptil und hier ist noch ein Affe aus Asien. Aber der braucht eine Voraussetzung, nämlich dass ich ein Asien-Symbol in meinem Zoo habe. Das kriegen wir aber auch hin. Das ist auch nicht so schlimm. Leider haben wir hier kein Tier, was so Felsensymbole hat als Voraussetzung. Macht aber nichts. Behalte ich jetzt den Affen? Ja, ich behalte mal den Affen. Nein, das sind ja jetzt schon, das sind 3 Karten, die ich auf jeden Fall ablege, hier in die offene Auslage. Jetzt habe ich noch 5 Karten, ich muss aber auf 4 Karten runter. Das ist jetzt blöd. Ich glaube, wir geben den Affen doch weg. So, jetzt habe ich 4 Karten. Mit denen starte ich, mit denen beginnen wir mal. 2 Tierkarten, eine Sponsoren- und eine Artenschutzkarte. Ob ich die früh ausspielen kann, weiß ich nicht. Das hieß ja, dass ich auch die entsprechenden Symbole in meinem Zoo habe. Das ist vielleicht etwas zu früh. Wisst ihr was? Wir nehmen den Affen mal wieder auf die Hand und legen dafür diese Karte weg. Ich lege euch das erstmal so hin. Das kommt gleich, muss ich das ein bisschen umsortieren, wenn ich die ersten Karten auch wirklich ausspiele in meinem Zoo. Normalerweise, wie gesagt, hätte ich sie im Mehrspielerspiel auf so einem Kartenhalter, da wäre das ganz gut zu platzieren. Die Ziele hier hinten und die Karten, die man so auf der Hand hat, vorneweg. Es gibt kein wirkliches Kartenlimit während des Spiels, während einer Runde, aber zu einer Pause hin muss man seine Karten auf 5 oder 3 reduzieren. 5, wenn man dieses Universitätssymbol hat, ansonsten 3. Das heißt, ich kann zwischendurch Karten sammeln, muss dann aber irgendwann auch wieder runter auf 3 Karten ablegen. So, damit haben wir im Wesentlichen alles aufgebaut. Jawohl, die Aktionskarten liegen, Verbandstableau ist fertig, Punktemarker sind verteilt, Boni sind aufgedeckt. Dann kann ich mir den auswählen, jeweils, wenn ich auf die entsprechenden Artenschutzpunktleiste, auf der Punkteleiste vorwärts komme und da vorbeirutsche. Sehr spannende Sache das. Und dann werden wir die Marktauslage aufdecken. Und da seht ihr auch schon eine Sponsorenkarte, eine Artenschutzkarte, noch ein Sponsor.
ein Tier, noch ein Tier und noch eine Sponsorenkarte. So, wir gehen das nach und nach durch und ich erkläre euch die einzelnen Regelbestandteile, wenn sie akut werden und auch die einzelnen Aktionen im Detail, wenn ich sie spiele. Und wir spielen 27 Züge. Legen wir los. Ich habe die vier Karten auf der Hand. Ich habe 25 Geld. Was kann ich tun? Ich kann eine Sponsorenkarte ausspielen. Oh, warum eigentlich nicht? Genau, das können wir doch einfach tun. Wir spielen Sponsoren 5. Stärke 5 heißt das in diesem Falle. Spielen die Sponsorenkarte aus meiner Hand mit Maximalstufe 5 aus. Das ist diese hier, das ist die einzige, die wir haben. Deswegen habe ich sie jetzt liegen lassen. Spielen die aus. Und erhalten sofort einen Artenschutzpunkt und eine Attraktion. Und später in der Endwertung für 5 verschiedene Tierklassensymbole. Das können in diesem Falle sind es 7 verschiedene Symbole, die überhaupt vorkommen können. 5 davon brauche ich in meinem Zoo irgendwann am Schluss. Und dann bekomme ich einen weiteren Artenschutzpunkt. Haben wir mal ausgespielt. So, Aktion ist getätigt und kommt nach vorne und damit rutschen alle anderen Aktionen eine auf. Dann habe ich den Marker, den ich vorwärts setzen muss. Das war Nummer 1. Und wir sind bei Nummer 2. Jetzt kann ich die Verbandsaktion ausspielen auf Stärke 5. Jetzt habe ich mehrere Möglichkeiten, meinen Verbandsmitarbeiter auf das Tableau zu schicken. Wir gehen sie mal ganz kurz durch. 5 wäre, ich unterstütze ein Artenschutzprojekt. Dann könnte ich eines dieser Basis-Artenschutzprojekte unterstützen oder meine eigene Artenschutzkarte ausspielen, wenn ich sie hätte, hier oben hin. Und könnte dann einen dieser Bonuswürfel dort platzieren, um die entsprechenden Punkte zu bekommen. Dafür muss ich die Voraussetzungen erfüllen. Das habe ich noch nicht, deswegen kann ich das nicht sinnvoll tun. Ich könnte auf Stärke 4 ausspielen, dann wäre es eine Partneruniversität hier suchen und ablegen. Ich könnte auf Stärke 3 ausspielen, dann kann ich mir einen Partner Zoo von einem der 5 anderen Kontinente suchen und hier reinlegen. Das verschafft mir gewisse Vergünstigungen beim Ausspielen von Tierkarten. Ich kann auf Stärke 2 die Verbandsaktion ausführen und mir einen wissenschaftlichen Ruf verbessern. Und wenn ich die Aktionsstärke 2 im Verband, auf der Verbandsaktion habe, dann kann ich zusätzlich noch eine Spende tätigen, um weitere Artenschutzpunkte gegen Geld zu bekommen. Auch das kann später noch interessant werden. Für mich interessant ist aber jetzt durchaus, weil ich ja Tiere aus Asien und Afrika habe, der Partner Zoo, der mir das Ausspielen vergünstigt. Das heißt, ich werde die Verbandsaktion auf Stärke 3 nutzen, obwohl ich sie 5 ausspiele und hole mir den Partner Zoo Asien. Der sorgt jetzt dafür, dass ich erstens ein Asien-Symbol jetzt in meinem Zoo bereits habe und zweitens, dass mir das Ausspielen von Tieren aus Asien mit dem Asien-Symbol hier um 3 vergünstigt wird, um 3 Geld vergünstigt wird. Das ist eine spannende Geschichte, haben wir gemacht. Und das war meine zweite Aktion. Okay, dritte Aktion könnte jetzt bereits das Ausspielen dieses Japan-Makaken sein. Das ist die Aktion Tiere auf Stärke 3, wie ihr hier seht. Das ermöglicht mir das Ausspielen einer Tierkarte, das ist halt genau eine. Und dann schauen wir uns mal so eine Tierkarte genauer an. Der braucht ein Dreiergehege, das haben wir ja hier kostenlos schon als Startbedingung bekommen. Das muss aber an Wasser angrenzen, das tut es in diesem Falle auch. Dann braucht es ein Asien-Symbol im Zoo, das haben wir mit dem Partner Zoo aus Asien. Und dann kostet es mich 18 Geld. Die 18 Geld habe ich hier, die zahlen wir in die Bank. Da bekomme ich dann aber 2 wieder. Dann kann ich den ausspielen. Und ausspielen heißt, ich drehe das Gehege um, lege ihn in meinen Zoo und dann gelten die Eigenschaften, die jetzt hier unten stehen. Ich bekomme 7 Attraktionen von 21 auf 28 und ich bekomme Stibitzen 2. Das ist aber im Mehrspielerspiel relevant. Im Solospiel gilt jetzt hier unten der Text in der blauen Ecke und das heißt Sprint 2, ziehe 2 Karten. 2 Karten ziehen. Also
ein bisschen mehr Auswahl. Ich bekomme noch ein Streicheltier, nämlich das Alpaka und den Ecuador-Totenkopfaffen. Vielleicht doch der Streichelzoo, ganz spannend. Mal sehen. So, ich habe die Tiere-Aktion ausgespielt. Damit rutscht die wieder auf 1 und das war unsere dritte Aktion. So, jetzt können wir uns mal überlegen, was wir machen, wie wir uns weiter ausbauen. Ich habe ja sehr, na, was sagen wir so, kleine Tiere, Gehegegröße 2 und 1 und Streicheltiere. Das ist jetzt nicht so die riesen Gehegeanforderungen, die wir brauchen. Dann kann man auch kleine Gehege bauen. Und kleine Gehege, wir brauchen zum Beispiel hier für die grüne Wasseragame in einer Gehege nur, das an Wasser angrenzt. Das können wir ja mal bauen. Da sehe ich eine gute Möglichkeit. Wir nutzen die Bauen-Aktion und dürfen ein Bauwerk bauen. Und das kostet jeweils 2 Geld pro überbautes Feld. Ja, und wir bauen jetzt an einer Gehege. Dann suche ich mir hier hinten aus der Box raus, ein Einergehege. Das baue ich hier hin, muss dafür 2 Geld bezahlen. Baue das hier an das Wasser angrenzend. Habe das Baufeld hier mit dem Bonus 5 Geld überbaut und bekomme dafür 5 Geld. Habe ich also netto sogar noch einen Gewinn gemacht. Das muss natürlich leer sein als Gehege. So, jetzt mal auf die farblose Rückseite gedreht. Das war unsere Bauenaktion und dann rutscht der Marker wieder eine weiter. So, jetzt könnten wir, was haben wir denn noch? Wir können uns jetzt Karten holen. Ja, wir spielen Karten mit Aktionsstärke 5. Das heißt, ich darf 3 Karten ziehen und muss dann eine abwerfen. Das muss nicht eine von den gezogenen sein, das kann auch eine von denen sein, die ich noch hier liegen habe. Oder ich könnte alternativ, anstatt 3 Karten zu ziehen, zuschnappen und das hieße, aus der Auslage eine beliebige Karte nehmen. Wir schauen mal, was da so liegt. Da liegt der Affe hier aus Asien, aber ich bräuchte ja eigentlich auch eine Vielfalt von Tiersymbolen. Ich habe bereits einen Primaten liegen, noch einen muss ich nicht legen, kann ich aber. Ansonsten sind die anderen Karten, das Pinguinbecken, die Streifenkauzhütte, vielleicht nicht ganz so interessant. Und der Rhesusaffenpark. Auch nicht unbedingt. Wir ziehen 3 Karten vom Nachziehstapel. 1, 2, 3. Und haben eine Auswahl zwischen dem Buntmarder, dem Jaguar und dem Breitmaulnashorn. Ein großes Tier. Okay. Das hat aber zum Beispiel auch ein Felsensymbol, was wir ja für eines unserer Ziele hier brauchen. Dann legen wir das Alpaka, das Streicheltier, einfach mal in die Ablage, geben das zurück. Das ist so die Entscheidung, die man bei der Kartenaktion immer wieder treffen muss, dass man auch mal Karten ablegt, die einem vielleicht später dann doch hätten helfen können. Aber da muss man sich entscheiden, da muss man dann durch mit den Konsequenzen leben. So, 5. Aktion war das gewesen. Und wir haben noch etwas Geld übrig, 10. Wir könnten auch wieder ein Tier ausspielen. Was haben wir denn mit der Wasseragame? Für die haben wir das Gehege ja gebaut. Das könnten wir mal tun. Eine Sponsorenkarte haben wir gerade nicht dabei. Dann würde ich sagen, spielen wir doch die Aktion Tiere auf Stärke 3 und spielen die Wasseragame in unserem Zoo. Das heißt, ich muss 8 Geld bezahlen. Da ich aber aus Asien bereits den Partner zu habe, kostet mich das Ausspielen nur 5 Geld. Dann lege ich sie aus. Dann kommt sie in dieses Gehege. Dann gibt sie mir 3 Attraktionen von 28 auf 31. Und ich habe die Fähigkeit Sonnenbaden 2 bekommen. Ich darf bis zu 2 Karten von meiner Hand für jeweils 4 Geld verkaufen.
meine Hand sind diese Karten hier. Das Nashorn möchte ich nicht verkaufen. Der Jaguar gibt mir schon mit 8 Attraktionen auch ordentlich Punkte, kostet aber auch 16 zum Ausspielen. Den Jaguar behalten wir aber auch mal. Der Caracal ist aus Afrika. Afrika-Symbole sind auch interessant. Der Buntmarder aus Asien. Ich glaube, den Ecuador-Totenkopfaffen, den könnte ich verkaufen. Ja. Und das heißt, für 4 Geld darf ich ihn verkaufen. Das heißt, ich nehme mir 4 Geld. 1, 2, 3, 4. Damit haben wir die Tiere-Aktion ausgespielt. Das war unsere 6. Aktion. Und jetzt ist die Frage, ob ich noch eine weitere Karte verkaufe. Ich darf ja 2 Karten verkaufen. Ich glaube, das mache ich auch. Und zwar, jetzt müssen wir mal schauen. Das sind auch Raubtiere. Nein, ich verkaufe auch den Jaguar. Ich sage euch auch warum. Erstens ist der aus Amerika und wir bringen im Moment, was die Artenschutzziele angeht, Asien und Afrika mehr. Und zweitens ist das zwar ein Raubtier, aber ich habe auch 2 andere Raubtiere, die günstiger zu spielen sind. Und ich brauche noch ein Raubtier in meinem Zoo, um auf unterschiedliche Tierklassensymbole zu kommen. Also stört mich der Verkauf des Jaguars nicht. Dann würde ich den auch nochmal verkaufen für 4. Jetzt kann ich einen Einer abgeben und mir noch einen 5er dafür nehmen. Und jetzt habe ich nur noch 3 Karten. Warum habe ich das gemacht, noch eine weitere Karte verkauft? Weil sowieso jetzt gleich eine Zwischenwertung kommt, bei der ich auf 3 Karten reduzieren muss. Und bevor ich die einfach so gegen nichts abschmeiße, hole ich mir dafür noch 4 Geld. So. Haben wir gespielt, haben wir gemacht. Jetzt kommt die nächste Aktion. Das müsste jetzt eigentlich wieder Bauen sein. Denn ich brauche ja Gehege, um wieder Tiere ausspielen zu können. Was brauchen wir an Gehegen? Wir brauchen 4er für das Nashorn, 2er und 1er Gehege. Ich darf auch Tiere, die ein 2er oder 1er Gehege brauchen, auch in einem 3er Gehege ausspielen. Also zu groß darf ein Gehege sein, es darf natürlich nicht zu klein sein. Wir könnten ein Bauwerk der Stufe der Größe 3 bauen. Leider nur 1. Ja, aber warum spielen wir nicht einfach Bauen 3? Und überbauen 2 Felder. Das heißt, das kostet mich 4 Geld. Und holen uns dafür ein 2er-Gehege, das wir hier hinlegen. Und damit überbaue ich dieses Symbol, dieses X-Symbol. Und das gibt mir einen X-Marker. Der X-Marker ermöglicht es mir, eine Aktion, die ich ausspiele, meinetwegen auf Stärke 4, mit dem Spendieren des X-Markers, um eine weitere zu verstärken. Also um auf 5, also die Aktion Verband 4 dann als Verband 5 zu spielen. Das ist insbesondere relevant, wenn es mal ganz kurz vor knapp einen entscheidenden Punkt braucht noch an Verstärkung und die Karte nicht da liegt, wo ich sie haben will. Aber es ist zum Beispiel auch für solche Sponsorenkarten, Sponsoren 6 gibt es nicht. Dann muss die Sponsorenkarte auf 5 liegen und ich brauche einen X-Marker. Dann könnte ich sie als 6 ausspielen und nutzen. Ich darf davon bis zu 5 gleichzeitig einsetzen, bis zu von diesen X-Markern. Das heißt, ich kann theoretisch aus Sponsoren 5, in diesem Falle, könnte ich mit 5 X-Markern einen Sponsoren 10 machen und dann eine Sponsorenkarte bis maximal Stufe 10 spielen. Die gibt es nicht. Ich glaube, 6 ist das Maximum. Aber es mag Fälle geben, weil gerade beim Bauen oder sowas, was einem dann ermöglicht, auch mehr und größere Gehege zu platzieren. Insbesondere dann, wenn die Aktionskarten auf Stufe 2 verstärkt ist, dann kann man nämlich auch teilweise mehrere Gehege bauen oder mehrere Sponsorenkarten oder mehrere Verbandsaktionen ausführen. Und dann kann das Verstärken mit X-Markern sehr interessant werden. So, das war aber jetzt die Bauenaktion und das müsste gewesen sein meine 7. Aktion. Und damit kommt es jetzt zur Zwischenwertung. Jawohl, einer sogenannten Pause. In der Pause im Solospiel passiert Folgendes. Der oberste Marker, Aktionen hier, der rutscht jetzt hier hin und blockiert das billigste Spendenfeld. Und jetzt wird der ganz normale
Mechanismus abgehandelt, wie man eine Pause abarbeitet. Erst wird das Handkarten, werden die Handkarten auf das Limit reduziert. In diesem Falle gelten für mich 3. Ich habe nur noch 3, weil ich jetzt eben günstig verkaufen konnte sozusagen. Dann passiert als nächstes, dass Doppler oder andere Einflussmarker entfernt werden. Wir haben keine Liegen. Im Solospiel ist das auch selten der Fall. Dann kommen auf dem Verbandstableau die Mitarbeiter zurück in den eigenen Zoo und es wird hier aufgefüllt. Auch hier brauchen wir das im Solospiel gar nicht machen. Dann wird die Marktauslage rotiert, dann kommen die untersten beiden Karten weg. Alles andere rutscht nach. Und dann werden hier 2 neue aufgedeckt. Das Kamerun-Schaf und noch eine Sponsorenkarte mit dem Erdmännchenbau. Das ist so ein Sondergehege, was man dann platziert. Das gibt es auch hier bei den Rhesusaffen oder beim Pinguinbecken. Das sind dann diverse Sondergehege, die man dann platziert, die einem gewisse Eigenschaften geben. Muss dann aber jeweils auch in den Zoo reinpassen. Das gelingt nicht immer, manchmal ist das aber sinnvoll. So, dann haben wir das. Und jetzt gibt es als letztes in der Pause noch Geld für diverse Markierungen, nämlich einmal für den Punktemarker hier auf der Attraktionsleiste, da habe ich 31, aber hier außen steht eine 20. Das ist 20 Geld, die ich kassiere. Dann kassiere ich aber auch noch im Kiosk für jedes angrenzende belegte Gehege auch noch einen, wenn es ein Standardgehege ist jedenfalls. Und das ist ein weiteres Geld, macht 21. Sponsoren geben mir hier in diesem Falle keine weiteren Einkünfte während einer Pause. Das wäre sonst markiert mit einem lilafarbenen Feld. Und wo ich, wenn ich Artenschutzprojekte bereits unterstützt hätte, würde ich hier noch ein Einkommen bekommen im Rahmen einer Pause. Habe ich auch noch nicht. Also bekomme ich jetzt 21 Geld. Ich nehme mir 2 Zehner und einen Einer. Damit ist die Zwischenwertung abgehandelt. Hier kommen alle Steine wieder nach links. Und jetzt habe ich 6 Aktionen bis zur nächsten Zwischenwertung. Weiter geht's. Geld habe ich jetzt genug. Gehege, ich könnte jetzt vielleicht bauen, das ist aber nur auf Stärke 1, das will ich natürlich nicht. Was sinnvoll ist, ist jetzt sicherlich eine Verbandsaktion auszuführen. Noch nicht für ein Artenschutzprojekt, weil dafür müsste ich den X-Marker einsetzen, um Stärke 5 auszuspielen. Obwohl, warum nicht? Das könnte ich doch einfach mal tun. Habe ich länger schon so nicht mehr gemacht, macht aber nichts. Wir probieren das mal aus. Ich spiele Verband 4, verstärke das aber auf 5, indem ich einen X-Marker opfere. Und damit kann ich ein Artenschutzprojekt unterstützen. Und das läuft jetzt folgendermaßen ab. Ich habe keine eigene Artenschutzkarte, die ich dann ausspielen könnte, sondern ich muss eine von diesen nehmen. Ich habe, wie ihr seht, 2, sogar 3 Asiensymbole in meinem Zoo. Jetzt ist die Frage, ob wir damit vielleicht nicht noch warten und erst den Buntmarder ausspielen. Ha, Moment, dann könnte ich mir noch einen Punkt mehr holen. Das schaffen wir. Nehmen wir nochmal zurück, Kommando zurück. Wir brauchen für den Buntmarder ein Einergehege. Das heißt, wir müssten bauen. Dann rutscht Bauen auf 1, das bleibt auf 1. Das würde funktionieren. Dann würden wir dann das Tier ausspielen, dann hätten wir, ja, das passt. Dann kriegen wir das vor der Pause noch ausgespielt. Wir machen das folgendermaßen. Wir bauen jetzt ein Einergehege. Das kostet mich 2 Geld. Dann hole ich mir wieder ein Einergehege. Das legen wir hier oben hin auf die Ecke und dann überbauen wir damit das Feld 2 Ruf, 2 wissenschaftlichen Ruf. Damit kommt dieser Marker hier 2 weiter. Das war es auch schon. Das Ding rutscht auf die 1, da ist es schon, da bleibt es auch. Aber das ist die Aktion, die wir gespielt haben. Jetzt spielen wir das Tier aus. Das dürfen wir mit der Tiere 2 Aktion. Dürfen wir dieses Tier ausspielen. Das ist der Buntmarder, der kostet mich 7 Geld. Der kommt aus Asien, also 3 weniger, nur noch 4. Das heißt, er kostet mich 4 Geld. Und damit kommt er in ein Einergehege, das ist dieses hier, das hat keine speziellen Anforderungen. Ihr seht, ich darf auch Lücken lassen, Hauptsache die Gehege sind angrenzend gebaut, aber welches wie belegt ist, spielt keine Rolle. Und dann kann ich ihn ausspielen. Er bringt mir 3 Attraktionen, 1, 2, 3.
Und er ist ein Jäger. Eins, decke die oberste Karte des Nachziehstapels auf. Ist es eine Tierkarte, nimm sie auf die Hand, andernfalls leg sie ab. Gut, gucken wir mal. Ist eine Sponsorenkarte, der Wasserspielplatz. Ich muss sie ablegen. Sehr gut. Damit habe ich die Tiere-Aktion ausgeführt. Die rutscht auf 1. Und wir haben das gemacht. Und jetzt kommt das, was ich eben gesagt habe, die Verbandsaktion auf Stärke 5, verstärkt mit dem X-Marker von der 4 aus. Und wir unterstützen jetzt das Asien-Artenschutzprojekt. Und hier geht es um die Anzahl der Asien-Symbole in meinem Zoo. Und das sind mit dem Partner-Zoo hier 1, 2, 3, 4. Damit kann ich das also hier in der mittleren Stärke unterstützen und bekomme 3 Artenschutzpunkte. Sehr spannender Effekt gleich. Ich kann mir jetzt aussuchen, welche von diesen Würfelchen ich hier dort rüber setze und damit welchen Bonus ich freischalte. Und gerade ganz am Anfang lohnt es sich immer, bei den Zwischenwertungen auf Artenschutzpunkte und/oder Geld zu gehen. In diesem Falle, weil Geld nicht das wirkliche Problem ist im Solospiel. Wenn man mit 20 Attraktionen anfängt, hat man ja schon 17 Geld. Im Mehrspielerspiel startet man hier unten mit 7 oder 8 Geld oder auch 5 sogar nur. Und das ist etwas, wo dann Geld wichtig werden kann. Aber jetzt im Solospiel, denke ich, starten wir am besten mit Artenschutzpunkten. Das heißt, wir bekommen jetzt sofort, das sagt dieser Blitz hier, einen Artenschutzpunkt, unterstützen das hier und bekommen 3 weitere Artenschutzpunkte. 1, 2, 3. Ja, damit haben wir die Aktion Verband abgeschlossen. Wir müssen jetzt noch die Bonuseffekte abhandeln. Das machen wir noch. Der X-Marker kommt wieder zurück. Jetzt haben wir hier oben diverse Bonusfelder erreicht. Hier haben wir die Wahl zwischen dem Aufrüsten einer Karte und dem Einstellen eines neuen Verbandsmitarbeiters. Da werde ich die Karte. Tja, welche Karte rüsten wir auf? Ein Verbandsmitarbeiter einstellen hieße, das hier zu tun und einen weiteren Verbandsmitarbeiter auch einsetzen zu können. Das kann auch spannend werden. Da komme ich aber hier später nochmal hin und auch hier gibt es noch Möglichkeiten, das zu tun. Deswegen lassen wir das erstmal. Es bietet sich normalerweise an, entweder die Aktionskarte Verband, Tiere oder Bauen aufzurüsten relativ früh. Sponsoren bietet sich am seltensten an, aufzurüsten auf Stärke 2. Warum nehmen wir nicht erstmal bauen? Versuchen wir es mal. Dann können wir nämlich jetzt auch mehrere Bauwerke bauen und müssen nicht immer in Anführungszeichen Aktionsstärke verschwenden, wenn wir nur ein kleines Gehege bauen wollen. So, dann habe ich hier noch einen weiteren Bonus. Und der bringt mir jetzt entweder eine kostenfreie Partneruniversität oder zwei wissenschaftlichen Ruf. Beides ist attraktiv. Wir versuchen das mal mit zwei wissenschaftlichem Ruf. Wir müssen uns entscheiden. Das ist immer das Problem. Und damit bekommen wir hier diese zwei wissenschaftlichen Ruf und dürfen jetzt eine weitere Karte aufrüsten. Und da nehmen wir die Karte. Oh, jetzt helft mir. Nein, könnt ihr ja leider nicht. Karte. So. Nehmen wir die? Nein, wir nehmen die Karte Tiere. Wenn ich jetzt mehr bauen kann, dann möchte ich auch vielleicht früher zwei Tiere ausspielen können. Schauen wir mal, ob das auch funktioniert später. Gut, damit haben wir jetzt unsere Bonusaktionen abgehandelt. Wir hatten die Verbandsaktion gemacht mit dem Artenschutzprojekt und bekommen jetzt in jeder weiteren Pause auch hier das Einkommen, in diesem Falle einen weiteren Artenschutzpunkt. Sehr hilfreich. Und dann geht es wieder los mit
Moment, Bauerntiere, das war unsere dritte Aktion in dieser Runde. Es geht los mit der vierten Aktion. Wir können also wieder etwas ausspielen oder bauen. Ich brauche ein Vierergehege. Das heißt, das muss hochrutschen. Das heißt, wir nutzen jetzt Karten. Die Kartenaktion auf Stärke 4. Das heißt, ich kann zwei Karten ziehen vom Nachziehstapel. Das machen wir. Ich muss aber auch keine zurückgeben. Oh, Felsensymbol in meinem Zoo kann ich unterstützen. Und ich habe den Gepard, ein afrikanisches Raubtier mit zwei Raubtiersymbolen. Aber der braucht ein 5er Gehege, das ist klar, er braucht viel Platz und kostet 17 Geld. Naja, den müssen wir nicht zurückgeben im Moment, behalten wir ihn erstmal. Wir schauen, was wir daraus machen können. Das mit dem Felsensymbol ist natürlich interessant, das passt zu dem Endwertungsziel hier, zu dem Kletterparkziel. Ob wir das aber erreichen können, weiß ich nicht, weil wir ja im Moment noch nicht so viele Felsensymbole in unserem Zoo haben. Wir müssen mal schauen, die richtigen Tierkarten sind uns da noch nicht untergekommen. Wobei hier die Erdmännchen, die haben ja noch ein Felsensymbol. Ja, vielleicht kommen wir da mal später dran. Gut, das war die Aktion Karten. Alles klar. Und dann geht es weiter mit... Ja, warum eigentlich nicht? Wir bauen für das Breitmaulnashorn erstmal ein Gehege. Wir bauen Stärke 4. Und ich muss 2 Geld pro Feld bezahlen, das sind 8. Und kann dafür jetzt ein 4er-Gehege bauen. Wo sind sie? Etwas versteckt. Also ist das 4er-Gehege. Das muss ich jetzt nur angrenzend an einen Felsen bauen. Muss es. Das kriegen wir aber auch hin. Das kriegen wir hin, habe ich gesagt. Ja klar, kriegen wir das hin. Wir rutschen hier hin. Damit grenzt es an das Felsengehege und wir haben hier noch eine Nachziehaktion, einen Bonus, der sagt, entweder in Rufreichweite oder vom Nachziehstapel eine Karte ziehen. Rufreichweite ist das hier und abwärts, weil ich ja hier jetzt mit meinem wissenschaftlichen Ruf bin. Oder Nachziehstapel, ich ziehe vom Nachziehstapel. Da haben wir ein Tier mit Felsensymbol gezogen. Auch interessant. Braucht 2 Primaten und braucht die Tierekarte auf 2. Tierekarte auf 2 haben wir, 2 Primaten haben wir noch nicht. Jetzt haben wir das Problem, dass wir eben Primaten abgegeben haben. Na ja gut, wir schauen mal, was wir damit machen können. Das war die Bauenaktion. Und gleich kommt es sogar wieder zu einer Zwischenwertung. Vielleicht können wir das aber noch ausspielen. Wir haben hier Afrika. Ah, nein. 24 ist zu teuer, so viel Geld haben wir nicht. Wir haben noch ein 2er-Gehege frei. Können wir wenigstens den Karakal noch ausspielen? Das wäre noch eine Idee, dass wir das noch machen. Oder wir nutzen noch die Verbandsaktion. Ich glaube, das ist noch sinnvoller, weil wir noch eine Runde früher... Boah, was ist jetzt sinnvoller? Nein, eigentlich ist es sinnvoller, das Geld zu bekommen. Das heißt, hier noch etwas höher zu gehen. Anstatt jetzt... Also ich habe 2 Möglichkeiten, über die ich gerade nachdenke. Ich kann jetzt den Karakal noch in das 2er-Gehege ausspielen. So viel Geld habe ich noch. Und würde dann 4 Attraktionen bekommen, 1, 2, 3, 4, und würde damit auf die Einkommensstufe 22 statt 21 rutschen für die nächste Zwischenwertung. Oder ich könnte Verbandsaktionen ausspielen auf Stärke 3 und mir noch einen Partnerzoo holen, beispielsweise vom afrikanischen Kontinent, um diese Tiere dann günstiger ausspielen zu können. Ich glaube, das mache ich. Spiele Verband 3, hole mir den afrikanischen Partner zu, kann damit eine Karte upgraden auf Stufe 2, das mache ich nämlich mit der Verbandskarte. Und afrikanische Tiere kommen jetzt eben auch günstiger in den Zoo rein. Und das heißt, das war's mit der Verbandsaktion, genau, upgraded habe ich.
Und ich habe damit auch mit diesem Upgrade jetzt die Voraussetzung geschaffen, um hier weitere Partnerzoos bekommen zu können. Und das ist auch sehr hilfreich. Und damit war das die letzte und die sechste Aktion in der zweiten Runde. Und wir müssen eine Zwischenwertung durchführen. Das heißt, das oberste Würfelchen belegt das günstigste Spendenfeld. Wir müssen auf das Kartenlimit von 3 reduzieren. Interessant bleiben nach wie vor das Nashorn mit dem Felsensymbol, der Affe durchaus auch. Tja. Ich glaube, wir verfolgen das mit dem Felsensymbol. Dann müssten wir den Karakal aber ablegen. Haben wir denn noch einen anderen kleinen? Na, dann müssen wir warten, was wir mit dem Zweiergehege machen. Bleibt leider nichts anderes übrig. Es sind interessante Karten, aber ich muss jetzt loswerden. Würde alles passen, aber irgendwie passt es nie so, wie man es braucht. Aber ihr kennt das aus vielen Spielen. Mangelverwaltung. So, das war das Kartenlimit. Marker haben wir keine, die zurückkämen. Wir nehmen oben den Marker durch. Verbandstableau, der Mitarbeiter kommt wieder zurück. Und wir müssen hier nicht nachfüllen. Dann müssen wir die Auslage auffrischen. Sponsorenkarten kommen nach. Und dann gibt es Einkommen. Einkommen haben wir hier 21, vom Kiosk noch ein Geld, das ist dann 22. Und hier haben wir einen Artenschutzpunkt. Das heißt, hier kommt ein Artenschutzpunkt und es kommen 22 Geld zu uns. 1, 2, das sind 20. Und wir geben 3 zurück und holen uns einen Fünfer dazu. Das war unsere Einkommensphase. Und damit sind wir durch. Und machen weiter mit dem Schieben der Marker, der Aktionsmarker. Es geht los. Wir könnten jetzt entweder zwei Tiere ausspielen, haben aber nichts Passendes für das Zweiergehege. Wir können trotzdem. Wo haben wir denn die Verbandskarte hier? Ich habe noch was übersehen. Das Nashorn kann ich noch gar nicht ausspielen. Das braucht nämlich ein Forschungssymbol in unserem Zoo. Und wir haben noch kein Forschungssymbol, weder über eine Sponsorenkarte noch über eine Partneruniversität. Da müssen wir uns also auch noch was überlegen. Das heißt, wir müssten mal Karten ziehen. Moment. So. Wir können auf jeden Fall mal die Sponsorenkarte spielen und nehmen da die untere Aktion. Der Pausenmarker würde sich verschieben, aber wir bekommen 5 Geld. Der Pausenmarker im Solospiel verschiebt sich nicht. So, das war erstmal 5 Geld. Damit verschieben wir aber die anderen Karten wieder. Die werden damit stärker. Dann nehmen wir die Kartenaktion, Karten 4. Bekommen 2 Karten und ziehen vom Nachziehstapel. Was ziehen wir? Wir bekommen das Primaten-Nachzuchtprogramm. Hilft uns auch nicht wirklich. Und den Einlappen-Kasuar. Ein Vogel. Naja, wir müssen nicht zurücklegen. Warten wir mal ab. Das war Karten 4. So. Jetzt haben wir Verband 3. Das ist immer noch nicht so richtig gut. Wir können aber mal ein großes Gehege bauen, ein Fünfergehege. Bauen 4, nein, 4 ist zu wenig für ein Fünfergehege. Und ein Tier ausspielen können wir auch nicht sinnvoll. Warum eigentlich nicht? Mist. Ach, das gelingt mir alles nicht so, wie ich das gerne hätte. Ich hätte jetzt gerne ein Forschungssymbol. Dafür brauche ich Verband 4. Ich habe aber Verbandskarte nur auf 3 liegen.
Also kann ich das Nashorn nicht ausspielen, weil ich mir die Partneruni mit Forschungssymbol nicht holen kann. Ich habe auch keine Sponsorenkarte mit Forschungssymbol. Gut, das ist also gegessen. Bauen kann ich im Moment nur maximal ein Vierergehege. Ich habe ein unbelegtes Vierergehege. Ein Fünfergehege bräuchte ich für den Nasenaffen. Das hilft mir aber nicht, wenn die Bauernkarte nur auf 4 liegt. Ich habe auch keinen X-Marker, um es zu verstärken. Ich könnte jetzt Tiere 5 spielen, könnte aber nur ein einziges Tier ausspielen, nämlich den Einlappen-Kasuar, den ich hier in das Gehege spielen müsste. Aber der braucht als Voraussetzung den Partnerzoo für Australien. Den habe ich wiederum nicht liegen. Aber den können wir uns verschaffen. Dann machen wir es halt mal so. Es ist immer so, dass nicht das passt, was man sich gerne wünscht. Also wir nehmen Verband 3, holen uns den Partner zu Australien und bekommen damit einen weiteren Verbandsmitarbeiter. So. Hilft uns aber auch noch nicht weiter. Vielleicht bauen wir jetzt einfach mal ein Dreiergehege. Bauen ein Dreiergehege, das kostet mich 6 Geld. Was baue ich denn noch? Wollen wir schon mal bauen? Ich darf jetzt mehrere Sachen bauen. Wenn ich ein Dreiergehege baue, habe ich noch einen Platz frei für ein Einergehege oder einen Kiosk. Und wisst ihr was? Das machen wir. Wir bauen zusätzlich noch einen Kiosk. Das heißt, wir geben jetzt 8 Geld aus und wir bauen ein Dreiergehege und einen Kiosk. 2 Plättchen habe ich mir geholt. Das Dreiergehege, das muss für den Einlappen-Kasuar nicht an irgendetwas angrenzen, an spezielle Sachen. Das legen wir einfach mal so hier hin, an diesen Kiosk heran. Und den Kiosk hier legen wir dazwischen. Und ihr seht das vielleicht hier unten am Symbol, zwischen 2 Kiosken muss ein Abstand von 2 Feldern sein. 1, 2, der ist hier gegeben. Das heißt, ich darf Kioske nicht so dicht beieinander bauen. Und das habe ich aber hier hingekriegt. Das passt. So, das war unsere Bauenaktion. Und jetzt können wir mit Tiere 5 den Einlappen-Kasuar ausspielen. Das verschafft uns jetzt einen wissenschaftlichen Ruf. Und ich darf eigentlich 2 Tiere spielen, ich habe aber nicht die Möglichkeit im Moment. Kostet mich jetzt nicht 12 Geld, sondern weil ich den Partner zu habe, 3 weniger, macht 9. 9 Geld. Und dann spiele ich den Einlappen-Kasuar aus. Fangen wir die zweite Spalte an, spielt keine Rolle. Ihr könnt die Karten, wenn sie einmal liegen, hier so versetzt untereinander auslegen, denn nur die Symbole hier oben spielen während des Spiels noch eine Rolle. Die Eigenschaften hier drunter sind nur relevant, wenn man die Karten ausspielt, danach nicht mehr. So, das heißt, der Einlappen-Kasuar erliegt, er hat die Voraussetzung des Partnerzoos Australien, die haben wir erfüllt. Das ist ein Vogelsymbol, was wir spielen. Er gibt mir 6 Attraktionen von 34 auf 40 und ich habe den Doppler bauen. Ich kann einmal 2 Marker auf meine Aktionskarte bauen legen. Das tun wir mal. Ob uns das hilft, weiß ich nicht. Denn das war jetzt die letzte Aktion, die wir gerade gemacht haben. Und dann kommen Marker auch wieder zurück. Das bringt uns also an der Stelle nicht wirklich was. Macht aber nichts. Wir bekommen jetzt etwas mehr Geld wieder. Also wieder eine Pause ausgelöst. Ein Würfel geht rüber. Das heißt, die Pause geht weiter. Wir rutschen wieder auf 3 Karten zusammen. Jetzt können wir uns überlegen, was wir machen. Tja, das mit den Felsen bleibt nach wie vor interessant. Aber das ist einfach zu kriegen. Das heißt, wir werden das hier behalten. Das werden wir behalten. Dieses Artenschutzprojekt benötigt eigentlich nur einen Primaten und den Partnerzoo desselben Kontinents. Wir haben einen Primaten liegen, einen asiatischen, und wir haben den Partnerzoo. Wir können uns also dieses Artenschutzprojekt sichern.
Brauchen wir diesen großen Primaten hier nicht, obwohl der ein Felsensymbol hat. Wir legen den zurück. Also haben wir drei Karten. Die Entwertungskarten zählen dabei nicht mit. Dann kommen die Marker zurück und ihr seht, der mal zwei Marker kommt wieder weg. Der hätte mir sonst ermöglicht, die Bauen-Aktion einfach zweimal mit der gleichen Stärke auszuführen. Das war dieses. Dann kommt der nächste Schritt, Verbandstableau. Der Mitarbeiter kommt wieder zurück. Auffüllen muss ich nichts. Dann wird die Marktauslage rotiert. Da könnte man im Solospiel überlegen, sich die Hausregel zu machen, dass man drei Karten rotiert, anstatt nur zwei. Im Mehrspielerspiel, denke ich, sind zwei Karten raus und zwei neue rein durchaus interessant und passend. Im Solospiel könnte man vielleicht auf drei gehen. Habe ich noch nicht wirklich oft genug gespielt, um das beurteilen zu können. So, schauen wir. Das war dieses und dann kommt die Einkommensphase. Da bekomme ich 23, der Kiosk ist nur ein angrenzendes Standardgehege belegt, hier 24, aber hier ist noch ein Standardgehege belegt, 25 und ein Artenschutzpunkt. Also rutsche ich hier weiter und ich bekomme 25 Geld. Dann nehmen wir uns jetzt einen 20er und einen 5er. Dann war das dieses. Okay. Und dann rutschen wir die Marker zurück, die verbleiben. Und es geht weiter. So, die Verbandskarte ist auf 3. Eigentlich würde ich jetzt gerne das Artenschutzprojekt unterstützen, hier mit dem Primatennachzucht. Habe ich noch nicht. Wir müssen eigentlich also einmal Karten machen und einmal Sponsoren spielen, um die Verbandskarte hochzubringen. Gut, dann machen wir genau das. Wir machen Karten 4, wir ziehen zwei neue Karten. Wir schauen aber, ob in unserer Rufreichweite was Spannendes liegt. Hier liegt die freilaufenden Neuweltaffen liegen hier. Die bringen mich aber nicht weit, weil ich sie nur bis Maximalstufe 25 spielen darf. Da bin ich schon drüber hinaus. Hier liegt eine Sponsorenkarte mit dem Erdmännchenbau. Das ist sehr interessant. Das hat nämlich auch noch ein Felsensymbol. Das heißt, ich darf aber nicht zuschnappen. Nicht gut. An die Karte komme ich jetzt gerade gar nicht ran. Ich darf nämlich nicht aus der Rufreichweite nehmen. Ist nicht gut. Ich nehme zwei Karten vom Nachziehstapel. Ich muss keine zurücklegen, aber das Wissenschaftliche Museum braucht schon vier Forschungssymbole als Voraussetzung, um überhaupt gespielt zu werden. Und die Eisbärenanlage bietet mir Wasser, braucht auch Stärke 5 und bekommt für jedes Bärensymbol, was gespielt wird, zwei Attraktionen. Bären haben wir noch gar nicht hier im Spiel gehabt, so wirklich. Da liegt einer mit einem Bärensymbol. Aber das sehe ich beides nicht wirklich als gut gelungen an. Nun gut, wir haben Karten gespielt, zwei Karten gezogen. Jetzt muss ich Sponsoren spielen. Sponsoren 5. Tja, ich kann die Karte natürlich jetzt ausspielen. Dann bekomme ich das Gehege, um es irgendwo zu platzieren. Das machen wir trotzdem. Genau, wir schauen mal. Wir spielen Sponsoren 5, spielen diese Sponsorenkarte aus. Und das heißt, ich muss mir jetzt das Eisbärengehege suchen, die Eisbärenanlage. Und die liegt hier bei den Sondergehegen drin. Da muss ich mal ein bisschen reingreifen und wühlen. Da sehe ich sie schon. Das ist die Eisbärenanlage. Und die kann ich jetzt platzieren, wie ich will. Angrenzend natürlich. Und zwar so, dass sie an ein Wasserfeld angrenzt. Jetzt können wir mal gucken, was wir hier so platzieren können. Da passt sie zwar rein, aber dann hier überbaut sie. Das ist nicht gut. Da passt es nicht.
Wo passt sie denn hin? Da passt sie nicht hin. Da passt sie nicht hin. Da nicht. Da passt sie hin. So passt es. Und damit überbaue ich ja wieder ein Bonusfeld, nämlich das Bonusfeld aus Rufreichweite ziehen oder vom Nachziehstapel eine Karte. Grenzt an den Kiosk an. Das wiederum ist auch nicht schlecht. Ich habe übrigens noch was vergessen. Wird euch bestimmt aufgefallen sein, als ich den Einlappen Kasua ausgespielt habe. Der kommt natürlich in dieses Dreiergehege. Und damit hätte ich wahrscheinlich noch zwei Geld mehr bekommen. Die spielen, glaube ich, aber jetzt keine Rolle. Lassen wir sie einfach. In der letzten Pausenwertung hätte ich ja, hier und hier für jeden Kiosk einmal ein Geld mehr bekommen. Wären zwei Stück. Ich glaube, auf die kommt es nicht an. So, aber jetzt kann ich mir noch eine Karte nehmen. Und die kann aus der Rufreichweite sein. Und das nehme, dann nehme ich mir einfach mal die Erdmännchenanlage, den Erdmännchenbau. Und rutsche das jetzt nach. Auch eine interessante Sponsorenkarte, die Pressesprecherin macht aber nichts. Das war unsere Sponsorenaktion. Aktion Nummer 2 in dieser Runde. Sehr gut. Dann haben wir jetzt die Verbandsaktion auf Stärke 5. Das wollte ich haben. Und damit können wir nämlich diese eigene Platz schaffen hier, das eigene Artenschutzprojekt spielen und auch direkt unterstützen, zum Beispiel mit tja, 5 Geld oder mit dem kostenlosen Zweiergehege. Oder einmalig mit 2 wissenschaftlichem Ruf oder 3x-Markern. Wir sind noch vergleichsweise, naja, so mitten im Spiel ist das eigentlich. Da müssen wir mal schauen, was wir machen. Ich glaube, wir machen mal die 2 wissenschaftlichen Ruf einmalig hier. Die bekomme ich jetzt einmal hier, dass ich dieses Feld freigemacht habe. Und damit bekomme ich einen weiteren Verbandsmitarbeiter. Und ich bekomme jetzt hier 2 Artenschutzpunkte und 2 wissenschaftlichen Ruf. 2 Artenschutzpunkte und 2 wissenschaftlichen Ruf. 1. Und ich muss hier Schluss machen, weil meine Karten Aktionskarte noch nicht abgegradet ist auf Stufe 2. Das heißt, ich bleibe erstmal hier stecken. Macht aber nichts. Hier habe ich noch einen Bonus überlaufen, muss mich jetzt entscheiden zwischen 10 Geld, die ich direkt bekomme, oder der Möglichkeit jetzt für x Geld eine Sponsorenkarte der Stärke x auszuspielen. Und ich glaube, das können wir doch tun. Wir können uns den Erdmännchenbau ausspielen für Stärke 5. 5 Geld zahlen. Das hier auslegen. Braucht als Voraussetzung 3 wissenschaftlichen Ruf. Die haben wir. Gibt mir jetzt gleich die Erdmännchenanlage, die ich platzieren kann. Und ich bekomme für jedes Pflanzenfressersymbol, das in meinem Zoo gespielt wird, 2 Attraktionen. Und ich muss jetzt das Erdmännchengehege platzieren an mindestens einem Felsenfeld. Auch das kriegen wir hin. Da sehe ich sie schon. Hier ist die Erdmännchenanlage, der Erdmännchenbau. Und den platziere ich hier einmal ringsherum um diesen Felsen und überbaue wieder das Symbol, eine Karte nachziehen. Obwohl, nein, wir machen das noch anders. Wir brauchen Punkte. Also werden wir das Erdmännchen-Symbol hier, den Erdmännchenbau hier platzieren, sodass wir diesen
Verbandsmitarbeiter noch freischalten. So, und damit kriegen wir sofort noch zwei weitere Artenschutzpunkte. Ja, das machen wir. Und jetzt muss ich mich entscheiden, ich habe hier ein Bonusfeld überlaufen, was bedeutet, dass ich mich jetzt entscheiden muss zwischen zwei Entwertungszielen. Das eine muss ich ablegen, das andere kann ich weiter verfolgen. Ihr seht, die eine Verbandsaktion hat jetzt eine Menge ausgelöst. Da passiert eine Menge. Ich kann mich entscheiden für Artenschutzpunkte, für Sponsorenkarten in meinem Zoo. Ich habe drei liegen. Ob ich noch auf 6 komme, ist eher unwahrscheinlich. Oder Felsensymbole in meinem Zoo. Auch da habe ich zu wenige liegen. Da habe ich im Moment nur eins. Ein zweites wird noch kommen, denke ich. Ob ich noch auf 3 komme. Tja, was ist wahrscheinlicher? 3 Sponsorenkarten oder noch 2 Felsensymbole? Ich glaube, das hier könnte einfacher werden. Das behalten wir, das legen wir weg. Kann die falsche Entscheidung gewesen sein, wir werden es sehen. Weg die Bonusfelder. Und damit haben wir eine Menge bewirkt mit der Aktion, dieses Artenschutzprojekt hier unterstützt zu haben. Das war das. Und es geht ganz normal weiter. Jetzt schauen wir mal. Kann ich jetzt das Breitmaulnashorn unterstützen? Nein, kann ich nicht, weil ich immer noch ein Forschungssymbol in meinem Zoo brauche. Und hier über die Sponsorenkarten habe ich noch keines bekommen. Ich kann aber bauen. Tja. Wir machen Folgendes. Wir machen die Kartenaktion, müssen dann eine zurückgeben und werden dann damit die Pause auslösen und müssen dann noch eine zurückgeben. Wir nehmen 2, legen die Sponsorenkarte weg und haben den südamerikanischen Nasenbären gezogen. Das hilft uns vielleicht, weil er auch ein Felsensymbol bringt. Und noch ein Jemen-Chamäleon. Das werden wir gleich abgeben. Das war die Kartenaktion. Und damit lösen wir wieder eine Pause aus. Gut, wir müssen auf 3 reduzieren. Dann geben wir das Chamäleon weg. Und dann werden wir jetzt das oberste Würfelchen wieder auf ein Spendenfeld legen. Wir hätten spenden können, das habe ich verpennt. Hätten wir nämlich noch einen Artenschutzpunkt extra bekommen. Okay, macht aber nichts. Wir machen so weiter. Marker zurück haben wir keine. Auf 3 Karten haben wir reduziert. Das Ziel lege ich mal hier ein bisschen rechts zur Seite. Verbandsaktion, alles gut. Die Mitarbeiter haben wir zurückbekommen. Ich hätte den einen Verbandsmitarbeiter hier platzieren müssen. Das habe ich verpennt, aber jetzt habe ich ihn noch zurückbekommen. Dann rotieren wir die Auslage. Brauchen, um das Nashorn spielen zu können, ein Forschungssymbol. Das heißt, wir brauchen eine Universität. Das hier ist noch ein Schwan, aber es ist kein Felsensymbol. Das bringt uns auch nicht wirklich weiter, der europäische Dachs. Gut, Einkommensphase, wir sind bei 23 Geld und haben dann hier im Kiosk 24 und 25 und 26 und 27 und 28 Geld. Bekommen also 28 Geld. Habe ich 2? Nein, habe ich nicht. 20, 5 und 1, 2, 3 Einzelne. Hier stapeln sich also die Münzen. Bekommen noch einen Artenschutzpunkt durch diese Wertung. Die 2 wissenschaftlicher Ruf waren nur ein Einmalbonus, der kommt nicht in jeder Pause wieder. Macht nichts.
und dann können wir wieder von vorne anfangen. Es geht dem Ende entgegen. Wir können jetzt wenigstens ein Tier ausspielen. Ja, Tiere 4 und ich darf zwei Tiere ausspielen, aber eins kann ich ausspielen auf jeden Fall, nämlich den südamerikanischen Nasenbären. Ich habe nicht den amerikanischen Partnerzoo, das heißt, ich muss 11 Geld bezahlen. Das ist aber kein Problem. Spiele damit einen Bären aus. Bekomme 4 Attraktionen. 1, 2, 3, 4. Erhalte einen X-Marker hier über seine Sondereigenschaft. Hilft auch. Und da ich einen Bären ausspiele und die Eisbärenanlage habe, bekomme ich für jedes Bärensymbol, was in einem beliebigen Zoo gespielt wird, noch 2 Attraktionen. Das heißt, das ist auch dieses Symbol hier oben. Ich bekomme noch 2 weitere Attraktionen. Auch das hilft. So, damit habe ich die Tiere-Aktion ausgeführt. Und dann könnte ich jetzt, haben wir eine geschickte, wie viele Felsensymbole habe ich denn jetzt in meinem Zoo? 1, 2, und für 2 Felsensymbole kriege ich 2 Artenschutzpunkte. Das dritte Felsensymbol lauert hier. Dann warten wir noch damit. Dann werden wir uns jetzt mal... jetzt könnten wir eigentlich mal was bauen. Aber was bauen wir? Wir haben noch nicht wirklich interessante Tierkarten jetzt, auf die wir Zugriff haben. Um zu wissen, was für Gehege wir bauen können. Den Nasenbären platzieren wir übrigens hier in diesem Gehege. Das habe ich wieder verpennt. Okay, dann können wir aber entweder uns einen Partner zu holen oder endlich mal eine Partneruniversität. Und ich glaube, letzteres werden wir tun. Wir werden Verband 3 mit einem X-Marker verstärken auf Verband 4 und damit einen Verbandsmitarbeiter hier hinschicken. Ich könnte mir jetzt diese Partneruniversität holen, aber ich darf noch nicht mit dem wissenschaftlichen Ruf hier hochrutschen, weil ich noch nicht entsprechende Freigabe habe, weil ich die Karte nicht abgegradet habe. Diese hier. Das seht ihr hier an diesem Sperrsymbol. Bringt mir also nichts. Genauso wenig bringt mir das hier was. Also ich hole mir diese Universität. Die bringt mir das Forschungssymbol. Damit kann ich das Nashorn endlich platzieren. So, damit habe ich den X-Marker wieder ausgegeben. Zack. Und jetzt kann ich ein Tier platzieren. Das Geld habe ich. Ich habe den afrikanischen Partnerzoo. Ja, ich spiele Tiere 2. Ein Tier darf ich platzieren. Und zahle 24 Geld. Abzüglich der 3 sind also 21 Geld. Worum geht's? Habe das wissenschaftliche Symbol, spiele das Nashorn, bekomme dafür, erstmal platziere ich es in diesem Gehege hier, bekomme dafür 9 Attraktionen und, weil es ein Pflanzenfresser ist und ich den Erdmännchenbau habe, bekomme ich 2 Attraktionen mehr. Das heißt, es werden 11, 46 und 11 macht 57. Und habe jetzt den Effekt der Durchsetzung. Du darfst eine beliebiges der nicht verwendeten Basisartenschutzprojekte auf die Hand nehmen. Das wären diese beiden hier. Die dürfte ich jetzt auf die Hand nehmen, wenn ich das wollte. Das wäre im Mehrspielerspiel sehr, sehr interessant, weil ich es dann anderen wegnehme, um dann zu entscheiden, wann ich es ausspielen möchte. Für mich jetzt ist es aber irrelevant. Das wäre nur eine Handkarte mehr, die mich nur blockiert. Das will ich einfach nicht. Aber die Attraktion habe ich bekommen. Der Zoo ist wieder mehr gefüllt. Also es gibt wieder etwas mehr Geld in der Pause. Und die löse ich damit ja auch aus. Das war die Aktion. Ganz genau. Und das heißt,
Es geht wieder los. Wir kommen dem Spielende näher. Und es löst eine Pause aus. Das heißt, wir müssen unser Handkartenlimit, das spielt jetzt gerade keine Rolle. Marke haben wir keine. Verbandsaktion, der kommt wieder zurück. Die Marktauslage wird rotiert. Wenn man das Solo spielt und nicht erklären muss und nicht allzu lange überlegen muss und das vor allen Dingen auch nicht erläutern muss, dann kann man das in unter einer Stunde ganz bequem, denke ich, durchspielen. Wir sind jetzt schon etwas länger dran, wenn ich das richtig sehe. Aber wir sind auch bald fertig. Und jetzt kommt noch Einkommen. Wir sind bei 27 hier oben. 8, 9, 30. 1, 2, 3, 34 Geld kommen rein. Und ein Artenschutzpunkt. Da ist der eine Artenschutzpunkt und 34 Geld. Ich nehme 35 und lege den Einer zurück. Ihr seht, Geld ist nicht mehr wirklich das Problem im Solospiel, wenn man mit ganz normalen Standard 20 Attraktionen anfängt. Wenn man sich das ein bisschen erschweren möchte, kann man natürlich mit 10 oder sogar 0 anfangen. Dann wird es natürlich etwas schwieriger, die ganzen Ziele zu erreichen. Okay, wir schauen weiter. Wir haben nur noch zwei Aktionen und dann ist Endwertung angesagt. Und die Endwertung besteht hier im Moment aus Felsensymbole in meinem Zoo. Wir haben jetzt 1, 2, 3 drin, bekämen 2 Artenschutzpunkte. Die 3 Artenschutzpunkte, dafür müsste ich Verband auf 5 haben. Das kriege ich nicht mehr hin. Das werde ich nicht mehr ausspielen können. Ich habe ja nur noch 2 Aktionen und in den 2 kriege ich die Verbandskarte nicht bis auf die 5. Was könnte ich denn noch tun, um mich zu verbessern? In 2 Aktionen lässt sich nicht mehr wirklich was machen, wenn ich das so richtig sehe. Das wird schwierig. Das Gehege ist komplett bebaut. Wir könnten jetzt noch... Ja, Verband 2, 2 wissenschaftlicher Ruf, bringt mich aber nicht mehr weiter, weil meine Kartenkarte noch nicht abgegradet ist. Dafür müsste ich hier die Universität mir holen. Dafür brauche ich aber Verband 4. Das heißt, ich muss schon 2 Aktionen durchführen, um überhaupt die Verbandskarte auf die 4 zu kriegen. Denn ich habe ja keinen X-Marker mehr. Und die 2 Aktionen sind genau die letzten, die ich noch habe. Geld bringt mir nichts mehr. Also kann ich nur die Kartenaktion ausführen mit Stärke 3, um zu hoffen, dass ich noch irgendetwas kriege, was ich sinnvoll spielen kann. Das ist nicht der Fall. Tja, es wären noch ein paar Attraktionspunkte drin, wenn ich die Tiere noch ausspielen könnte, aber ich habe keine Gehege, die ich jetzt erst bauen muss. Ich muss jetzt auch eine Karte zurücklegen. Nehmen wir mal... Tja, spielt ja keine Rolle. Legen wir mal den Bären zurück. Und jetzt habe ich das Problem. Naja, ich kann mir maximal noch die 2 Artenschutzpunkte hier holen, indem ich noch einen Partner zu mir hole. Mit Verband 3 hole ich mir noch den Europapartner zu. So. Und bekomme hier noch 2 Artenschutzpunkte. Und damit ist der unterste Stein verschoben. Es wäre jetzt noch eine Pausenwertung, aber nicht mehr in dieser Runde, denn hier endet das Solospiel. Es sind nur noch 2 Steine übrig und der unterste ist verschoben worden. Es kommt also jetzt nicht mehr zu einer sogenannten Pausenwertung, sondern es kommt jetzt direkt zur Endwertung. Und da spielt sowohl die Endwertungskarte eine Rolle, als auch alle Sponsorenkarten, die hier liegen, die einen braunen Streifen noch hier oben haben, oben links in der Ecke, denn da sind Endwertungseigenschaften mit dabei. Und das gucken wir uns jetzt alles an, Stück für Stück. Für Felsensymbole in meinem Zoo bekomme ich Artenschutzpunkte. 1, 2, 3. 3 Felsensymbole, 2 Artenschutzpunkte. Zack, zack. Haben wir erledigt. Dann habe ich hier eine Aktion. Für 6 Pflanzenfresser-Symbole in meinem Zoo bekäme ich einen Artenschutzpunkt. Das ist eines, hier ist ein zweites.
aber es sind keine 6, also kommt hier nichts dazu. Dann haben wir hier für 3 oder 6 Bärensymbole in meinem Zoo bekomme ich einen oder zwei Artenschutzpunkte. Das ist ein Bärensymbol. Hier ist ein zweites, aber es ist kein drittes da. Also bekomme ich auch hier keinen Punkt. Und dann haben wir hier noch die Wertung Schulführungen. Für 5 verschiedene Tierklassensymbole bekomme ich einen Artenschutzpunkt. 5 verschiedene Tierklassen. Das sollte kein Problem sein. 1, 2, 3, 4, 5 und ich habe sogar 6, weil ich noch einen Bären habe. Das Einzige, was mir fehlt, wäre jetzt ein Streicheltier. Dieses Ziegensymbol, was wir am Anfang hatten, habe ich nicht liegen, aber es sind 6 da. Das heißt, ich bekomme den einen Artenschutzpunkt hier aus der Schulführung. Zack. So, und wie wird jetzt gerechnet, welchen Punktestand ich erreicht habe? Damit sind alle Endwertungen nicht abgehandelt. Es wird jetzt ein Punktestand errechnet. Und der wird errechnet aus den 70, auf denen jetzt der Artenschutzmarker steht, und den 57, auf denen meine Attraktion steht. Das Dumme ist, von den 57 werden die 70 abgezogen. Das heißt, ich lande im Minusbereich, nämlich bei minus 13. Tja, das ist jetzt das, was dabei rauskommen kann, wenn man nicht so ganz konzentriert spielt. Ich hätte sicherlich an einer anderen Stelle mir noch einen Punkt holen können, einen Artenschutzpunkt mit einer Spende. Das wäre nämlich dann immer ein Artenschutzpunkt und damit mal 3 Geld oder 3 Punkte mehr gewesen am Schluss. Und hier mit der Universität habe ich vielleicht etwas früher was machen müssen. Aber es kommen auch nicht immer die richtigen Karten. So kann es passieren. Minus 13 ist das Ergebnis. Und ich gucke mal auf die Uhrzeit. Was haben wir jetzt so gelaufen? 1,27 war jetzt die Gesamtaufnahmezeit. Ein bisschen gekürzt vorne und am Ende. Also werden wir so ungefähr bei 1,25 sowas in der Größenordnung gelandet sein jetzt. Das war hoffentlich ohne große Regelfehler. Wenn ihr sie gefunden habt, wenn das nicht die Dinge sind, die ich dann später sowieso entdeckt habe, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck bekommen von der Solo-Variante von Arche Nova. Ups, ich hole nochmal das Cover hier hin. Aus meiner Meinung ein ganz tolles Spiel. Vielleicht 2, 3 Anmerkungen. Erstens, die Boards hier, die Pläne, hätte ich mir gerne Dual Layer gewünscht. Ist schwierig, wären sogar, weil es Rückseiten sind, dreifach Layer notwendig dafür. Ich sehe ein, dass das nicht ganz trivial ist. Die Markerqualität, ja, das sind Pappmarker für Geld. Das ist vielleicht was für die Zubehörindustrie demnächst. Wir werden sehen. Bei den Kartenauslagen kann man überlegen, wie gesagt, im Solospiel sich als Hausregel 3 Karten rauszurotieren. Im Multiplayer sind 2 Karten völlig okay. Und da habe ich mit Matthias, mit dem Auto, auch schon mal ein bisschen hin und her geschrieben. Die Tatsache, dass man nach 1,5 Stunden, auch im Mehrspielerspiel nach vielleicht 2 Stunden oder sowas, mit Minuspunkten endet, gefällt vielleicht nicht jedem. Gerade bei Kindern ist das so eine Sache, wenn man dann hört, wir haben jetzt 1,5 Stunden gespielt, du hast minus 3 Punkte. Das hört sich immer ganz komisch an. Aber da ist es auch ganz einfach, sagt Matthias, addiert einfach 100 Punkte obendrauf. Man fängt ja ganz offiziell mit minus 114 Punkten an. Und wenn ich sehe, ich habe bei minus 13 bin ich gelandet, habe ich schon 100 Punkte gut gemacht. Aber es ist halt eben nicht in den Plusbereich gerutscht. Wie auch immer, ein guter erster Eindruck, denke ich. Alles dabei gewesen, Sponsorenkarten, das volle Programm einmal durchgerutscht. Von Arche Nova, tolles Spiel. Ich hoffe, ihr habt das Spiel selbst unterm Tisch, selbst im Regal irgendwo liegen, könnt es spielen oder irgendwo mitspielen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Runde. Bleibt gesund. Bis dahin, euer Spartakus.